Beginn die Linke tobt, war die Regierung angelobt. Und mancher merkwürdig Verdruss, da ist ein Frauenüberschuss. Und eine Frau, welch ein Malheur, ist Chefin übers Bundesheer. Gerade jene sind nicht faul und zerreißen sich das Maul, der ein Kandidat sogar fürs Bundesheer untauglich war. Oder der, wie bei den Blauen, sogar Minister war für Frauen. Jede Kindergärtnerin muss nun für Hochschulbildung etwas tun. Und Tischlermeister, das ist fein, müssen jetzt Doktoren sein. Die Parteien sagen, richtig, die Hochschulbildung, die ist wichtig. Ja, das ist gut so. Doch ich meine, braucht ein Bundeskanzler keine Vizekanzler und Minister und die anderen Philister? Blödsinn, sagt die Pepi Dank. Was denen fehlt, ist Hausverstand. Klein Greta ist auch in Madrid gewesen und hat uns von dort die Leviten gelesen. Ach Greta, natürlich hast du recht, unsere Welt ist furchtbar schlecht. Doch schlag ich vor, in allen Ländern, da wird sich alles jetzt verändern. Ob alt, ob jung, ob groß, ob klein, wir wollen Weltverbesserer sein. Zuallererst, das sollten wir wissen, wird das Handy weggeschmissen. Laptop und Tablet noch dazu, dann ist auch wegen der Strahlung gut. Wer zur Schule, zur Arbeit muss, geht wie die Oma einst zu Fuß. Fährt höchstens mit der Eisenbahn, doch nur, wenn dies elektrisch kann. Doch eines gilt von vornherein, es darf kein Atomstrom sein. Vor allem keiner von den Tschechen, obwohl wir dafür jetzt aufbrechen. Der Disco-Bus wird eingestellt, weil der zu Luftverschmutzern zählt. Um Mitternacht wird allgemein, wie es früher war, die Sperrstunde sein.